Moin Leute, Roffel hier und herzlich willkommen zu einem kleinen Review von American Truck Simulator oder nennt wie ihr es wollt. Es sind eigentlich nur Screenshots aus dem Spiel von der Seite www.sdssoftware.com, von der Entwicklerseite, also von Euro Truck Simulator 2, die eben auch jetzt den American Truck Simulator machen. Und ja, es gab leider noch kein Video und dieses Spiel, das wird auch, wann wird das entscheiden? Ich weiß es gar nicht, ich muss mal gucken. Vielleicht kann ich das noch in die Videobeschreibung stellen. Ich glaube Ende dieses Monats oder Ende November. Ja, auf jeden Fall möchte ich euch jetzt ein paar Eindrücke zeigen. Diese Bilder, die ich jetzt gerade runtergeladen habe, ich habe noch keine Ahnung, was es ist. Ich habe die schnell runtergeladen, habe mir sie nicht angeschaut. Deshalb verzeiht mir bitte, wenn ich irgendwie totalen Quark rede, aber es ist auch schon spät, muss ich ehrlich sagen. Ja, da würde ich sagen, fangen wir mal an mit dem American Truck Simulator! So, das erste Bild zeigt uns einen richtig fetten LKW vor einer Werkstatt. Das ist ja ziemlich geil. Richtig fetter Auftritt hier. Ein richtig dicker Kühlergrill. Mann, das ist aber ein Kühlergrill. So, ein fetter Kenwood LKW ist es, glaube ich. Ich bin mir da überhaupt noch nicht sicher. Auf jeden Fall, wir sehen geile Felgen. Ein random Typ, den ich nicht kenne. Wir nennen ihn einfach mal Klausi oder so. Oder Alfred oder was weiß ich. Ich denke aber, dass dieser LKW hier nicht reinpassen wird. Auch wenn das vielleicht noch eine optische Täuschung ist. Aber nee, der wird auch nicht reinpassen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Nee. Wenn dieser Typ sich hier bewegt. Dieser, wie nennen wir ihn? Zivilisiert. Ja, ist egal. Wenn der sich bewegt oder irgendwelche Gesten macht. Das wäre genial. Also, leider kann man in diesem Spiel ja nicht aussteigen. Habe ich mir sagen lassen, aber auch wenn wirklich ein Multiplayer zu diesem Spiel erscheint, was ich auch hundertprozentig hoffe, würden eh alle Leute wieder durch die Gegend rennen, da wird jemand auf die Straße rennen. Es gibt ja solche Experten. Und ja, solche Spiele sind ja eigentlich zum Fahren gedacht, also aussteigen braucht man nicht. So, und da sieht man hier den Dead S. Ja, dann gehen wir mal weiter, würde ich sagen. Schade, dass man hier nicht die ganze Werkstatt sieht. So, willkommen in America, in der City. Ich weiß jetzt nicht wo, aber ja, die kleinen Kinder können sich dann hier auch so ein Eis am Eiswagen holen. Wäre natürlich geil, wenn der so also halten würde und Leute würden da was kaufen. So, wir sehen ein erstes Merkmal aus ETS. Das ist nämlich die C-Klasse hier im Traffic. Die gab es da schon. Naja, die fährt wahrscheinlich auch in der Amerika rum. So, und man sieht richtig den fetten Auftritt des Kenwood, weiß ich nicht, da steht es auf jeden Fall, KW, wisst ihr jetzt Kenwood? Gerade eine neuere Version, jetzt die ältere Version. Erstmal richtig dicke Auspuffrohre, richtig dick, ein richtig fetter Auftritt. Ich weiß nicht, was das hier sein soll. Zusätzlicher Tank, ich kenne mich damit überhaupt nicht aus mit diesen American Truck LKWs. Auf jeden Fall wieder eine richtig dicke Schlafkabine. Ich hoffe, dass man sich da auch so umdrehen kann und dass man auch das Innenleben sieht. Vielleicht guckt der LKW-Fahrer ja auch durchaus Fernsehen, wenn man steht. Hier auf jeden Fall ganz viele Positionslampen. Ich hoffe, die funktionieren auch alle. Und was auch immer das hier sein soll. Wir gehen erstmal weiter. Ich habe noch unzählige Bilder vorbereitet. Das hier ist ein Peterbilt, glaube ich. Ist dieses rote Zeichen. Und wieder eine sehr schöne Lackierung. Und ja, das erste Mal sieht man ein Indiz einer Firma, die heißt Krops. Ziemlich interessant. Also, die Firmennamen sind wohl nicht geblieben, es sind wohl neu gekommen. Wäre auch langweilig. So wie Trameri, das gibt es ja schon seit German Truck Simulator. Das ist ja auch schon ein paar Tage alt, ne? Im Hintergrund hier, die wunderschönen Wellen. Und hier fährt vielleicht irgendein Boot. Das ist ja geil gemacht. Das finde ich ja genial. Wir sehen es nicht, wir wissen es nicht. Also ich kann jetzt nichts... Ich habe gesagt, wahrscheinlich ein Boot. Vielleicht auch was anderes. Vielleicht zwei Jetskis, die ja um die Wette fahren. Kann auch sein, bla bla bla. Auf jeden Fall schön die Felsen, die hier rausschauen. Mit den Wellen. Hier noch so ein kleiner Unterschied. Ja, das ist wohl weiter oben als da, weil das Auto ist ja schön geil. Ja, was gibt's noch zu sagen? Ja, die Felsen hier, die sind... Das ist alles wunderschön. Also, wenn man die Grafik auf Ultra spielt, ich denke mal, das wird richtig geil werden. Und wir haben einen Volvo-LKW. Jawohl, das lässt Roffel jetzt doch ganz schön noch ein Stückchen höher schlagen.
wie ihr seht, diese Wohnung, was auch immer, das ist, geht ziemlich weit unten. Also denke ich mal, dass es dann so schräg runter geht da, hinten. Und wir schauen auf den Volvo. Sieht ja nicht geil aus. Dieser fette Kühlergrill und diese markanten Scheinwerfer, die auch hier unten weitergehen, lassen ja doch einen richtig bulligen Auftritt, ne? Also finde ich auf jeden Fall. Das wird wohl das Stoppschild sein wegen 8 Ecken. Die Straße ist dreckig, das finde ich auch gut gemacht. Das ist ja im echten Leben auch. Es geht ja auch nicht jeder im echten Leben mit so einem Besen durch die Gegend und putzt da die Straße, sodass die sauber ist. Nein, das machen die hier auch nicht. Also, warum dann auch nicht hier, ne? Ja, diese herausschauenden Wohnungen, das finde ich genial. Aber ich würde sagen, Nisbet. So, ein Kenwood an der Tankstelle. Diese kostet, ja, ist wohl kein Diesel. Oh, das ist der, 1,25, naja, ich kenne mich damit nicht aus, ich möchte jetzt nichts Falsches sagen. Auf jeden Fall eine Tanke in der Stadt und hier sieht man ein Wohnmobil. Ich hoffe auch, dass dies im Verkehr rumfahren wird. Und ja, was gibt's noch? Dann paar Flögel. Flögel, genau, Flögel. Vögel. Ja, die Tanken haben sich, glaube ich, nicht so viel verändert. Oh, doch, der Bordstein ein bisschen. Aber das Schild geht in den Busch. Ja gut, das ist auch nicht schlecht. Okay, nächstes Bild. Jawohl, das interessiert den Roffel doch. Vielleicht kann ich mal die Funktion hier erklären. Das ist, glaube ich, die Parkbremse. Das ist das Navigationssystem. Und hier sieht man auch, dass das Werkstattgelände vielleicht etwas verändert ist. Ich glaube es zwar nicht, aber es wäre natürlich geil, weil sonst wäre es hier langweilig. Das ist aus ETS, das kenne ich ja auch schon. Hier ist eventuell eine Rückfahrkamera, ich weiß es nicht. Oder es ist ein Ablagefach, ich bin mir überhaupt nicht sicher. Hier sieht man einen Anschnallgurt, das lässt auch vielleicht darauf schließen, dass man sich vielleicht auch in dem Spiel anschnallen muss. Dann geht wahrscheinlich die Lampe aus. Ja, auf jeden Fall ziemlich geil. Es wird halt immer realistischer, auch mit dem neuen Euro Truck Update. Es ist einfach ziemlich geil geworden. Ja. Scheibenwischer 2. Nächstes Bild. Ach, das war eins zu weit. Sorry. So, hier sehen wir einen richtig unaufgeräumten Platz der Firma Whale Export. Ja, da stehen zwei Leute oben drauf. Ziemlich interessant. Was die da auch immer machen. Ah, drei Leute sind das, ne? Ja, drei Leute. Warum? Warum stehen die da oben? Das verstehe ich nicht. Ziemlich kurios. Da hinten sind auch nochmal drei Leute. Was machen die auf dem Zug? WTF, Leute, was macht ihr da? Mann. Okay, Gastanks. Schön. Mit Chrom verzogene Auflieger. Die Einfahrt ist anders. Ganz viele Container. Es ist einfach genial geworden. Also ich hoffe, dass dieses Spiel jetzt endlich mal kommen wird. Es sollte eigentlich schon im September kommen, aber das hat sich natürlich verschoben. Dieses Release-Datum, der könnt ihr euch nicht drauf verlassen. Ne? So, hier ein erstes Indiz auf ein neues Traffic-Fahrzeug mal wieder. Auf einen, was ist das? Ich glaube, alter Hudson Hornet. Also, ich will mich da jetzt nicht festlegen. Ah, das Wohnmobil, das wäre doch ein Traffic. Jawohl. So, auch hier die Wüstenlandschaft, ziemlich ausgetrocknet. Finde ich schön. Auch im Hintergrund dieser dicke Felsen. Das hat sowas von GTA San Andreas in der dritten Welt, falls ihr das euch dann noch dran erinnern könnt an dieses Spiel. Ist ja auch schon ein paar Tage alt. Schöner LKW in weiß, ist wieder ein Kenwood. Und ein komischer Aufleger. Ich weiß nicht, was man da drin transportiert. Werden wir alles noch sehen. Die Tanke ist auch neu gestaltet. Ist super geil. Ja genau, das Bild hier. Oh, yummy, ja, da kriege ich ja richtig Hunger, ey, meine Güte. Aber die wird man ja leider nicht betreten können, weil, ja, man kann nicht aussteigen, ne? XC90 lässt, ist auch wieder ein ETS-Auto. Da der Honda, Penta glaube ich auch noch, keine Ahnung, weiß ich nicht. Auf jeden Fall ein wunderschöner Oldtimer-Pickup. Ist das nicht geil? Und dieser wunderschöne Cadillac Eldorado aus den 60ern. Ich finde es einfach genial. Das kann doch einfach nicht wahr sein. Das ist doch. Es sind doch zu viele Neuerungen auf einmal für den Roffel. Nein! Ich komme nicht klar. Hier ist wohl der Schlafplatz. Okay, weiter! Und man sieht erstmal im Hintergrund die wunderschöne Landschaft, die einen auf, direkt auf einen wirkt. Die Wolken, es ist, die stechen auch 3D-mäßig raus, so wie das im echten Leben ist. Hier steht dieser Pickup mit eigenen Felgen.
Und wir haben ein Polizeiauto im Treff. Ja, aber ich denke mal, dass das einem nicht hinterherfahren wird. Das ist auch ziemlich schade. Und ein weiterer Nachteil ist, dass der Wagen die BMW 5er Felgen aus dem Traffic hat, die er auch in ETS hatte. Das ist ziemlich schade. Die hätten ihm vielleicht noch andere geben können. Aber okay, so ist das halt. Kann ich alles perfekt machen. Hier auch wieder der See, habe ich schon erwähnt, glaube ich. Und dort wieder ein Kenwood LKW. Ja, schauen wir mal weiter. Ich glaube, das war's. So, da haben wir hier wieder einen unaufgeräumten Hof. Da zwei Leute, die sich unterhalten. Die machen auch wieder Gesten, unterhalten sich, telefonieren, schütteln den Kopf, etc. Hier wieder ein Peterbilt, der gerade wieder von der Firma Krops den Anleger abliegt. Also, vielleicht ist hier die Abnahme der Firma Krops, weiß ich ja nicht. Das nächste Bild handelt von einem Peterbilt-LKW, der auch wieder etwas Kurioses hinterherzieht. Also, es ist ziemlich interessant. Ja, der steht hier richtig, ist aber, glaube ich, nicht so glücklich mit seinem Job. Also, er wird vielleicht auch hier LKW fahren. Aber ja, der muss da leider den ganzen Tag rumstehen und Wache halten. Das ist vielleicht nicht gerade so gut. Und ja, hier ein Riesengelände. Eine neue Ausfahrt hier mit Dreck. Da Dreck, da Dreck. Nein, nein, das ist kein Dreck. Das ist eine Person. So, weiter. Und ich habe mir sagen lassen, es gibt ein neues Feature im ML Contract Simulator. Und dieses ist es, glaube ich. Ich bin mir überhaupt nicht sicher. Auf jeden Fall, wir sehen wieder Müll. Die Markierung ist etwas abgenutzt, denke ich mal. Und ich schreie, glaube ich, gerade ein bisschen ins Mikro, weil ich das gerade nicht mitbekomme, weil die Musik hier auch ziemlich laut ist. Ich spreche jetzt mal ein bisschen leiser. Das wird wohl, das Feature wird wohl die Waage sein, die kommen wird. Also man, damit man nicht nur den Sachen auf dem Blatt vertraut, sondern auch selber schauen kann, wie viel die Dinger wiegen. Ja genau, das nächste Bild handelt von... Ja gut, das ist, glaube ich, hier wieder so ein Kennwort und der ist wahrscheinlich vielleicht so ein Ausruhplatz, weil da hinten ist ja die, also hier hinten links ist ja die, die Waage wird das wohl sein. Das schauen wir mal gleich mal, kommen wir da, kann ich auch nicht ranzoomen, jetzt ist Kacke. Ja, egal, brauchen wir jetzt nicht. Ah, da ist wir auch, brauchen wir gar nicht dran zoomen, was ist denn das? Ja, das kann, da, how weit, vielleicht ist das die Waagestation, auf jeden Fall geht es hier ein bisschen hoch. Ja, der Kollege kommt ja auch schon rum und man sieht die Schlafkabine. Also ich hoffe wirklich, dass man irgendwas da drin machen kann. Vielleicht Fernsehen gucken auf der Raststätte oder so, das wäre ja genial. Da hinten ist ja so ein Van. Was ist denn hier? Hier ist so ein Containeraufleger, hier eine Tanke, noch eine Tanke. Das ist wahrscheinlich der Highway hier. Und wir sehen eine weitere Firma, Firma Glasen, die es wahrscheinlich auch geben wird. Also schön, dass es diese alten Firmen nicht mehr gibt, so wie Tradox oder so oder Trameri. Die sind ja echt ausgelutscht. Ja, nächstes Bild. Ich bin schon gespannt mit diesem, bei diesem Wagen hier. Und das finde ich ein sehr gelungenes Bild. Auch wenn hier der Eiffelturm steht und wir eigentlich in Amerika spielen. Ich weiß nicht, was das soll. Aber dies könnte man sich durchaus als Desktop-Hintergrund machen, finde ich. Also, es ist wirklich sehr schön. Es ist ja so ein Panoramafoto, denke ich. Hier Cadillac Escalade, ein Ford Mustang fährt jetzt im Traffic rum, Volvo LKW, ein Bus, ein ganz neuer gestalteter mit einer neuen Textur, hier so ein Van, das ist wahrscheinlich ein Postauto, das ist nicht das Wohnmobil. Was gibt's noch? Ja, eben die C-Klasse, die ich schon angesprochen habe. Riesengroße Gebäude, die es nicht im ETS gab, die es jetzt auch erst gibt, da wo man auch dran vorbeifährt. Ich vermisse so ein bisschen den Parkstreifen. Ja, dann schauen wir mal das Foto. Ah, genial! Nein, wie geil ist das denn? World of Trucks. Ah, genau. Im echten Leben ist dort dann Hollywood. Auf GTA-Seite heißt es dann Vinewood und auf World of American Truck Simulator Seite heißt es dann World of Trucks. Ja. Dort hat jedes Spiel sein eigenes Hollywood. Und es ist so ein bisschen wie in San Andreas. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch an das Spiel erinnern könnt. Auch es ist ein bisschen gestaltet, weil da geht es ja auch hier hoch und dann kann man da ja hier nach oben. Ist ja noch da so ein Haus, was man kaufen kann. Und ja, das ist super geil gemacht. Auch hier wieder mit den Palmen, mit dem Gras. Das Gras sollte auch mal wachsen. Aber das ist alles zu viel des Guten. Hier dieser Cadillac mit dem Bremslicht, also die haben wirklich alle Details reingebracht, die man nur reinbringen kann. Ein klassischer Schulbus, wie für die USA typisch, das ist doch genial einfach.
Was gibt's noch? Ja, ich glaube, das war's mit dem Bild. Weiter. So, ein etwas anderer Auflieger mit Kies drin. In so und wieder Container. Hier, ein Benzinauflieger. Dort ganz normale Auflieger. Wieder alles unaufgeräumt. Aber dieser Trailer sieht sehr interessant aus. Ich habe auch gehört, es soll jetzt verlängerte Trailer geben. Aber die haben wohl noch Probleme mit der KI. Weil die wird sonst ja überall hängen bleiben, wenn die Kurve ran. Ihr wisst ja, die KI ist ja überhaupt nicht schlau. Ja, deswegen, ich gehe jetzt nochmal weiter. Das schließt. Oh nein, wie geil! Nein, guckt euch das an. Zwei Flugzeuge, Doppeldecker. Oh, geil. Was war das für eine Musik? Moment, ich kann da jetzt gerade nicht gucken. Ach, wir machen nochmal einen zurück. Was ist das? Hier Ceva Cleaner, das ist auch eine neue Firma. Was ist das? Ja, diese Flugzeuge, die sind doch genial. Das ist wahrscheinlich die Golden Gate Bridge hier. Im Hintergrund sieht man das auch alles. Was ist das? Hier, Peterbilt, diese ganze Kacke hier, die ganzen Traffic-Autos. Eine wunderschöne Straße, eine Tanke im Hintergrund, ganz viele Autos. Ford Crown Victoria, hier wieder dieses Polizeiauto und der LKW. Das ist wahrscheinlich die kleinste Ausführung des Führerhauses. So, mehr gibt es, glaube ich, auch nicht hier zu sagen. Hier sieht man wieder ein Ford Mustang, Hintergrund, das schöne Gebäude, ein ganz neu gestaltetes Firmengelände, ein Radlader, die ganzen Sachen, die einfach da rumstehen, so wie es im echten Leben auch einfach ist. Hintergrund wieder Container, wie auf jedem Firmengelände, glaube ich. Ein typischer Auflieger für die USA, den kennt man ja. Das ist wieder ein Peterbilt. Warum kommt nicht mal ein Volvo? Ich möchte mal ein Volvo sehen. Hier, Walbert, das ist auch mal wie heißt es, Firma. Und man sieht lange Auflieger, kurze Auflieger. Aber das macht ja mehr Spaß, mit großen Sachen zu fahren. Boah, ist ja eine Herausforderung mit diesen Dingern, das ist ja gar nichts. Ist aber ziemlich aufgeräumt auf diesem Firmengelände, das wundert mich jetzt. Finde ich gut. Im Hintergrund wieder die ganzen Wüste wie GTA 5. Das hat was von GTA 5, ich hab's euch gesagt. Hier ein Taxi. Das fällt mir direkt auf, das liegt direkt drauf. So, und dieses Firmengelände, das kennt ihr, das ist, wie heißt es, Nordfood im ETS im Skandinavia, das kennt ihr. Das ist, hier fährt man da rein und rechts ist dann dieses Firmengelände mit den ganzen Trailern. Das ist ja ein kurzer Trailer, das ist vielleicht nicht so schön, aber auch diese Sachen müssen an ihr Ziel gebracht werden. Der fährt einen Raupenbagger, das ist besser. Und hier ist ein A6 aus dem Traffic und wieder ganz viele Palmen, wie das amerikanisch typisch ist. Ja, hier sieht man die Golden Gate Bridge im Hintergrund. Das hier sind zwei random Typen. Peterbilt ist auch ein wunderschöner LKW. Yellow Cab wieder. Und der fährt Mustangs und Ford Pickups. Das ist ja genial. Die haben eine ganz neue Fracht. Also, dieses ganze Panorama, dieses ganze Spiel, das ist. Ah, ich warte da drauf. Komm, Leute, bringt dieses schöne Spiel endlich mal raus. Ich möchte das endlich spielen. Ich hole mir das. Ich werde wahrscheinlich einer der Ersten sein, der sich das holt. Ich bin da hin und weg von. Nächstes Bild ist, ach so, das ist wieder der Anfang. Ja gut, da würde ich sagen, das war's. Und ich hoffe, es hat euch richtig gut gefallen. Obwohl, vielleicht nicht richtig gut. Es kann euch auch so mittel gefallen haben. Es kann euch auch gar nicht gefallen haben. Aber bitte schreibt die negativen Sachen dann in die Kommentare, damit ich weiß, was ihr euch daran nicht gefallen hat. Wenn euch das gefallen hat, lasst doch bitte ein Like da. Und ja, dann mache ich das ab jetzt vielleicht für immer für die neuen Spiele, die ich mir hole oder die rauskommen, für die ich mich interessiere. Und dann, ja, dann würde ich sagen, danke fürs Zusehen und haut rein.